Und willkommen zu einer neuen Folge Phoenix. Wir sind letztes Mal in die Höhle gegangen, um noch ein paar Monster zu erlegen und ja, hoffentlich erfolgreich unsere Quest abzuschließen. Und ich dachte mir, hey, wisst ihr was? Wir sind jetzt gerade erst hier rein. Wir können bestimmt noch ein bisschen was erleben. Und dann muss ich nicht nochmal zu meinem Haus zurücklaufen. Die Zombie-Quest aktualisiert leider nicht, obwohl wir jetzt schon mehrere, ja, wirklich mehrere Zombies hier zerschnetzelt haben. Das ist ein bisschen schade, aber da bin ich mir sicher, dass das noch aktualisieren wird und wir die Quest eigentlich haben. Ich hoffe, dass wir diese Folge erfolgreicher davon kommen und nicht wieder von einem Enderman durch die Gegend teleportiert werden. Es ist ein wenig dunkel, aber da unten ist Licht und hier oben ist auch Licht. Das ist doch schön. Hier brennt ein kleines Feuer und da ist eine Spinne, die leuchtet mit ihren Äuglein. Hallo Spinne. Und tschüss Spinne. So. Ja, ich irgendwie... Höhlen? Ich mag Höhlen, okay? Für alle, die es noch nicht bemerkt haben. Ich mag Höhlen. Aber leider ist es immer so dunkel hier drin. Das ist wirklich unpraktisch. Bitte, bitte werde Licht. So, dann machen wir hier mal eine Fackel hin. Und hier eine Fackel hin. Aber die Fackeln, seht ihr das? Die leuchten kaum was aus. Also das ist super frustrierend für mich. Super, super frustrierend. Naja, wir kommen hier trotzdem voran, würde ich sagen. Wir sind auf dem Vormarsch, okay? Wir sind dabei. Es wird was. So, dann lasst uns nämlich mal schauen. Da unten schießt uns nämlich etwas ab. Es ist vermutlich ein Skelett. Hallo, Herr Skelett. Wie geht es dir? Was tust du so? Haben wir hier ein bisschen Gunpowder gespottet? Ich denke schon. Ist es Gunpowder? Man weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Nee, ist es nicht. Okay, never mind. Haben wir nicht. Oh Gott, wir haben so viel wertlose Gegenstände. Trollaxt. Toll. Was will ich damit? Dann haben wir... hier ist ein Herz. Das loote ich doch. Und hier haben wir Redstone. Das ist, was ich... Ich glaube, das habe ich letzte Folge erwähnt. Das ist super, super praktisch. Ich finde in Höhlen halbwegs oft Redstone. Ich dachte ganz am Anfang, als wir in dieser Diamantenmine waren, wo dann... Diese Kristallhöhle, ja, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ansonsten ist hier oben nochmal das Video. Da habe ich auch gedacht, oh ja, Redstone. Wow, so selten. Erstmal, du kriegst so viel Redstone aus einem Redstone-Block raus. Und du findest gefühlt... Oh, das Silber, das nehmen wir auch nochmal mit, würde ich sagen. Du findest gefühlt auch halbwegs viel Redstone, allgemein. Also, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, es ist wie ein Diamant vom Seltenheitsgrad und man findet es nur super, super, super selten. Vor allem jetzt hier mit dem Mod, wo wir die Fancy-Höhlen haben. Und diese... Das sieht schon fast aus wie so eine Art... sorry, das ist gerade ein bisschen sehr dunkel. Ich hacke gerade einfach nur vor mir hin und hoffe, dass es nicht... Ja, so. Fackel wäre besser. Sieht schon fast aus wie so ein unterirdischer Wald, oder? Seht ihr das? Hier sind Bäume. Hier ist, ich würde sagen, so eine Art Stein. Ich habe keine Axt gerade, deswegen muss ich das mit dem Schwert machen. Die Bäume fallen auch nicht um. Stein mit Moos bewachsen, würde ich jetzt mal sagen. Die sehen eigentlich nicht so schick aus, aber auch nicht so schlecht. Also nehme ich mir davon wahrscheinlich auch noch ein paar mit gleich. Jetzt holen wir erstmal hier die Wertmineralien. Wie Redstone. Und Redstone. Und Gold. Aber auch... No, noch mehr Gold. Verwenden wir noch mehr Redstone? Ich weiß es nicht. Was ich sagen wollte, ist, Redstone ist scheinbar gar nicht so selten. Ich dachte, es ist super selten, aber da habe ich mich geirrt. Ist es nicht. Spoiler Alert. Falls irgendjemand von euch gerade mit Minecraft anfängt und mit einem Mod spielt, wo Höhlen schick gespawnt werden und man so unterirdische Wälder und Kristallhöhlen und ähnlichen Kram hat. Ja, es ist halt nicht so selten, ne? Wow. Okay, naja. Ich will mich nicht beschweren. Ich kann mich hier nicht beklagen. Okay, hier komme ich jetzt erstmal schlecht durch die Lava durch. Ich will aber eigentlich auf die andere Seite. Das heißt, ich baue mich hier wahrscheinlich gleich rüber mit ein bisschen Cobblestone, aber vorher farmen wir hier noch ein bisschen was von diesen, ich weiß nicht, ich nenne sie mal Moossteine. Ich weiß nicht, was die richtige, oh, hallo, was die richtige Bezeichnung dafür ist. Aber ich farme mir hier gleich ein paar von diesen Moossteinen, sobald ich hier alles mitgenommen habe. Moment. So, das sieht doch gut aus. Das sieht doch alles höchst erfolgversprechend aus. Ich finde, das sieht richtig cool aus, by the way, mit diesen Wäldern. Also, guckt euch das mal an. Das ist eine normale Höhle und das ist diese unterirdische Wald-Baum-im-Untergrund-Höhle-Höhle. Cool.
wirklich cool. Was mein Plan ist übrigens, ist, dass wir, sobald wir hier raus sind, vielleicht nochmal den Drachen finden. Oder ich baue mich jetzt hier kurz mal rüber. Damit wir. Das war jetzt. Bin ich greedy? Mal gucken. Damit wir uns noch mehr Drachenrüstung machen können. Denn die Drachenrüstung ist super, super stark. Und ehrlich gesagt, ich würde auch gerne einen zähmen können, aber dafür brauche ich dann halt noch ein bisschen mehr Equipment. Und ich glaube, den nächsten töte ich einfach nochmal. Und danach gucke ich, dass ich. Ich will mir halt so, nicht so ein Level 3er Drache. Oh, da sind ein paar Diamanten. Da gehen wir mal hin. Ich will mir halt nicht so ein Level 3er Drache zähmen. Das kann es ja auch nicht sein. Da gehe ich lieber für. Ja. Für was Besseres später. Hallöchen und Dankeschön. Und bis dahin farme ich mir dann einfach Materialien, damit ich selber stärker werde und den dann halt auch irgendwie besiegen kann und dann eine Chance habe und nicht so Endovitops. Hust, hust. Es war ein Witz, okay? Ich bin mir sicher, er hat sein Bestes gegeben. So. Jetzt sind wir hier weiterhin. Ich weiß gar nicht, warum ich so unglaublich greedy auf diese Moossteine bin, aber irgendwie, ich glaube, die hat halt nicht jeder, wisst ihr, was ich meine? Notfalls biete ich die im Shop an. So 35 Moossteine zum Preis von einem. Heute das super Sonderangebot. Schlagen Sie zu, nur zur Eröffnung. Einmaliges Angebot. Die Gelegenheit lassen Sie sich nicht entgehen. So, Moosstein. Es heißt tatsächlich Moosstein. Seht ihr das? Was? Für ein verrückter Zufall. Ich bin ja so weise. Übrigens, wenn ich sowas sage, ist das Ironie. Bitte sagt da nicht in den Kommentaren sowas wie: Oh, Ronja, du bist ja gar nicht so weise. Ich weiß, es war ein Witz. Okay, es war ein Witz. So, aber wir fahren hier weiter in den Moosstein. Wir machen das auf Teufel komm raus. Ja, ich habe jetzt angefangen. Das heißt, wir werden es auch zu Ende bringen, okay? Ganz oder gar nicht. Wenn schon, denn schon. So, ich komme hier nicht aus dem Wasser raus. Generell. Ich habe keine Ahnung, wie tief ich in dieser Höhle bin. Ich komme wahrscheinlich aus dieser Höhle nie wieder raus. Ich habe keine Ahnung, wo der Eingang ist, wo das Ende ist. Hier, ja, ich habe das Gefühl, wenn ich irgendwo an so Öffnungen komme. Oh, noch mehr Diamanten. Sind es einfach nur so riesen Schluchten, die weiter nach unten gehen? Die fiesen Zombies sind die Zombies, die aus dem Nix kommen. Oh, da ist noch mehr Redstone. Die fiesen Zombies sind die aus dem Nix kommen. Generell die Mobs, die aus dem Nix kommen. Wo du dann einfach nur eine Spitzhacke oder einen Bogen oder irgendwas in der Hand hast und dann dich damit verteidigen musst. Naja. Nee, was ich meine ist, ich komme wahrscheinlich hier nie wieder raus. Ich muss dann entweder 5 Jahre hier durch die Gegend wandern, mich dann irgendwie hochbauen. Oder ich bin irgendwie lucky und finde was. Okay, hier ist einfach nochmal ein riesen Lavasee. Das heißt, hier komme ich nicht weiter. Den Redstone nehmen wir mal mit. Da bediene ich mich doch. Vielen Dank. Oh, das ist mehr. Es ist insane, oder? Also, so viel zu selten. Mann, ich hätte es cooler gefunden, wenn er seltener wäre. Obwohl eigentlich nicht, eigentlich kann ich ihn gut gebrauchen. Aber dann wäre es mehr so ein Statement, wisst ihr? Okay, ich sage, oh, also ich habe ja schon 5 Stacks Redstone. Und dann würden die anderen nicht sagen, ja, ach nee, Ronja. Sondern dann würden sie sagen, oh, wow, cool, ich habe erst 3 Stacks Redstone. Aber das ist mir nicht vergönnt. Er schießt schon wieder. Irgendein freundlicher Kamerad aus dem. Hallo? Aus dem Off auf mich. Hallo! Blob. Und da ist noch ein Creeper. Den haben wir auch erlegt. Und hier ist noch ein Zombie. Jetzt sollten wir aber die Zombie-Quest machen. Also, das waren jetzt mindestens 5. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch keine. Dass das noch keine 5 waren. Ich würde sagen, wir sind hier weit, weit drüber. Das heißt, da muss ich mir jetzt eigentlich keine Gedanken machen. Das heißt, wir haben diesen Teil der Quest eigentlich abgeschlossen, würde ich jetzt mal behaupten, höchst erfolgreich. So, dann schauen wir mal. Die kommen halt auch immer aus dem Dunkeln, ne? Also du siehst die meistens nicht und dann schießt man auf Verdacht irgendwie so einen Feuerpfeil aus der Richtung, wo die gegnerischen Pfeile herkommen und ist dann so, ha, vielleicht treffe ich, vielleicht treffe ich nicht. Immerhin sieht man dann was und dann weiß ich, wo ich hinschieße. Yay! So, naja. Wie dem auch sei, wir versuchen uns jetzt hier nach oben zu kämpfen. Die Creeper! So, wir versuchen uns jetzt hier nach oben zu kämpfen. Ich glaube, dort ist eine Art Ausgang. Nein. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Es ist natürlich Lava.
Wieso? Wie komme ich denn hier raus? Ich bin gefangen. Ich bin für immer hier. Was? Wir sind jetzt erstmal aus der Höhle raus. Das hat ein Weilchen gedauert. Und ich habe oben den Drachen gefunden. Das heißt, wir halten uns nicht lange mit der Vorrede auf. Wir töten den Drachen. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Drache der gleichen Stufe ist. Er sieht auf jeden Fall heller aus. Der letzte war ja so ein schwarzer. Ich würde sagen... Oh, ey, hat er mich angezündet oder war das was anderes? Der ist hier über diesem Drachennest rumgeschwebt, wo wir in der Nähe runtergegangen sind. Das heißt, es ist wahrscheinlich jetzt keiner von diesen super starken, weil ihr gesagt habt, die super starken sind nur unterirdisch. Also ich würde einfach mal schätzen, der letzte war ja ein Level 3er, dass der hier vielleicht ein Level 2er, 3er, 4er, irgendwas dazwischen ist. Mal schauen. Aber er sieht ein bisschen anders aus. Das heißt, wir kriegen vielleicht ein bisschen anderes Loot. Wir kommen aber nicht an den Rand. Deswegen baue ich mich jetzt hier mal hoch, damit meine Pfeile hoch genug schießen, damit ich auch den Drachen treffen kann. So, oh, ich glaube, jetzt will er aber auch... Jetzt will er uns packen, oder? Ey, 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 ey! Übrigens, Pro-Tipp, wenn ihr mit Drachen kämpft, tut das im Wasser. Dann könnt ihr euch nicht anzünden. Das ist eine Strategie, die ist allseits bewährt, okay? So. Weil ich glaube, von dem Feuerschaden... Oh, nee. Das macht einen auch einfach nervös. Dann packe ich jetzt mal ein paar Sachen in die Schalterbox, damit ich meinen Drachenkram looten kann. Ja, es läuft auch einfach. Es läuft auch einfach gut. Das bauen wir, brauchen wir nicht. Melonen können wir hier runterpacken. Dann haben wir nämlich... Wichtig ist, eine freie Hand zu haben. Okay, damit wir den Drachen looten können. Okay, dann haben wir jetzt hier Drachenschuppen in Bronze. Vielleicht können wir da ein bisschen andere Armor von machen. Ich habe leider kein leeres Glasgefäß, deswegen... Haben wir ein bisschen Drachenfleisch, das Drachenherz. Gunpowder hatte ich schon, ein paar Drachenknochen. Und den Drachen... Kopf. Was haben wir denn hier? Genau, wieder Level 3er. Guck mal, da wohnt eine Ente in dem Boot jetzt. Seht ihr das? Oder was auch immer das für eine komische Skelettente sein soll. Keine Ahnung. Naja, wie dem auch sei. Jetzt haben wir noch mehr Drachenausrüstung und können dann hoffentlich was machen. Ich würde einfach mal kurz, nur aus Interesse, hier nochmal einen kleinen Schacht nach unten graben. Einfach um zu gucken, ob hier drunter nochmal was ist. Weil ich glaube, meine Höhle, in der ich gerade war, war zwar ziemlich genau unter diesem, unter diesem Ding hier. Aber ich glaube, es schadet ja trotzdem nicht zu gucken, ob hier nochmal was ist. Weil falls wir nochmal einen großen Drachen finden, spricht ja nichts dagegen, der direkt ein bisschen, ja, unser Glück zu versuchen. Wahrscheinlich scheitern wir jämmerlich, aber, nee, sieht nicht so aus. Okay, dann gehen wir einfach wieder hoch. Bevor ich mich jetzt hier wieder... So, tschüss Skelett. Bevor ich mich jetzt hier wieder in der Höhle verirre. So, wie vor 5 Minuten. Dann gehe ich lieber, solange ich noch den Himmel sehe. Ja, dann bin ich lieber raus. Solange ich noch die Möglichkeit habe. Ich glaube, der Ausgang war hier hinten. Da muss ich nämlich auch gar nicht so viel bauen, sondern nur irgendwie versuchen, verzweifelt eine Treppe hier hinzusetzen. Hoppala, das sollte nicht dahin. Das sollte eins nach hinten. Genau. Und da sind wir raus. Okay, nee, also unter dem Drachennest ist wohl nicht zwangsweise immer was. Aber wir können jetzt ja in der Zukunft, wenn wir sowas sehen, immer mal gucken, ob wir da was finden. Und ich würde auch gerne mal einen Eisdrachen sehen, muss ich sagen. Das war's dann aber auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch da und einen Kommentar. Schaut euch die letzten Felix-Videos an. Bis nächstes Mal. Tschüss!